Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar. Ich möchte Ihnen heute die Funktion rund um das Szenario zeigen, sowie Tipps und Tricks präsentieren und auch vorab schon mal gesagt, wir arbeiten zurzeit auch an einem Best Practice, wie man ein ganzheitliches Dokumentationskonzept etablieren kann. Und das haben wir noch nicht ganz finalisiert, aber in den nächsten Monaten möchten wir Ihnen das auch nochmal in Form eines Webinars präsentieren. Und damit Sie das auch schon mal auf dem Schirm haben, heute geht es vor allem um die Tipps und Tricks bezüglich der Szenarien und wie Sie mithilfe der Szenarien auch Dokumentation erstellen können. Gut, dann würde ich erstmal sagen, die Agenda. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich arbeite im Produktmanagement. Vor allem Doku-Performer bei Blutevigence. Die heutige Agenda, zunächst einmal gebe ich Ihnen einen ganz kurzen Überblick über die Module und Komponenten, einfach nur als eine Art Refresh dient. Dann kommen wir schon zum eigentlichen Thema, nämlich die Präsentation der Funktion, die sich vor allem auf die Szenarien beziehen. Ich möchte Ihnen zunächst einmal zeigen, wie Sie die relevanten Informationen im Doku-Performer darstellen können. Anschließend möchte ich Ihnen auch zeigen, wie Sie unterschiedliche und zielgruppengerechte Dokumentationen erstellen können. Und zu guter Letzt gibt es noch einmal eine kleine Zusammenfassung. Am Schluss gibt es dann noch ein paar kleine Hinweise. Und für Sie nochmal, am Ende dieser Präsentation kriegen Sie eine E-Mail. In dieser E-Mail finden Sie dann den Download-Link für die Präsentation. Sie finden zudem auch die Aufzeichnung selbst. Und genau, am Ende gibt es auch eine kleine Umfrage, in der Sie nochmal angeben können, wie Ihnen das Webinar gefallen hat und was potenziell für Themen gibt, die Sie noch interessieren. Gut, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Doku-Performer und zum Überblick. Die Komponenten, die der Doku-Performer unterstützt, das ist einmal SAP BW, das heißt bis 7.5 und auch BW S/4HANA, dort die Workbench-Elemente, Business Explorer, ABAP-Objekte und auch die BW On-HANA-Objekte, wie beispielsweise ADSOs und HANA Composite Provider. Wir unterstützen SAP BO, hier Analysis for Office, Design Studio, Web Intelligence und seit dem letzten Jahr auch Lumira. Dann die HANA Native. Hier Security-Objekte wie beispielsweise Roles und User und Views wie Analytical Views und Calculation Views. Und seit, BPC unterstützen wir schon länger, aber seit dem letzten Release unterstützen wir auch BPC 11.0 Standard und die Objekte, die aufgezählt sind. Und dann haben wir noch die Module, das heißt, in diesen Komponenten können Sie verschiedene Aktionen durchführen mit Hilfe der Module. Das heißt, zunächst einmal die Basisdokumentation, also die Dokumentation, die technische Dokumentation erstellen mit Hilfe der Dokumentation. Zudem gibt es noch die Kommentierung. Mit der Kommentierung können Sie fachliche Informationen oder weitere technische Details an ein Objekt hängen. Das schauen wir uns gleich auch alles nochmal an. Zudem gibt es dann auch die Szenarien. Das ist heute auch dann dementsprechend das relevante Thema. Dann gibt es noch die Analyse, eine Ansammlung von vielen Funktionalitäten, die Ihnen im Alltag helfen soll, Housekeeping-Funktionen oder weitere Analysen durchzuführen. Und dann gibt es noch die Modellierung, die Sie bei der BW S/4HANA-Migration unterstützt. Sie können sich in unserem Online-User-Manual oder auf unserer Webseite über all diese Module informieren. Heute geht es vor allem um die oberen Module, um die Dokumentation und um die Kommentierung. Jetzt kommen wir zu den Szenarien und zu den Funktionen, die ja dort auch relevant sind, wenn man die Szenarien erstellt. Zunächst einmal beginnen wir mit einem kleinen Zitat aus einer wissenschaftlichen Studie von Panopto. Dort heißt es, dass 85% der Mitarbeiter zustimmen, dass es wirklich extrem wichtig ist, wichtige Informationen abzuspeichern und zu teilen und dass davon auch die Produktivität abhängt. Das heißt, es ist schon allen bewusst, dass es unfassbar wichtig ist, Informationen zu dokumentieren. Aber gleichzeitig gibt es auch sehr viele Unternehmen, die sagen trotzdem, nein, wir dokumentieren nicht. Sie dokumentieren nicht, weil es einfach teilweise nicht die Möglichkeiten gibt, zu dokumentieren. Das heißt, man hat nicht das richtige Werkzeug und die Rahmenbedingungen sind nicht da. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir dokumentieren, vor allem aus gesetzlichen Verpflichtungen, und Unternehmen, die auch wirklich den Mehrwert erkennen und sich darum kümmern, ein richtiges Dokumentationskonzept umzusetzen. Es gibt natürlich sehr viele Gründe, warum man dokumentieren sollte, wie beispielsweise
wenn man interne oder externe Vorgaben erfüllen möchte, wenn man Änderungen im System nachvollziehbar machen möchte, das Know-how der Mitarbeiter zu sichern, vor allem wenn die Berater das Unternehmen verlassen, dass man einfach weiterhin die Objekte versteht und die Applikation versteht. Wenn man das Business informieren möchte, bei Anfragen, wie zum Beispiel eine Kennzahl ursprünglich definiert ist, oder wenn man Abnahmen durchführt und den Stand nach der Implementierung festhalten möchte. Gleichzeitig gibt es auch sehr viele Kriterien, was eine gute Dokumentation ausmacht. Das heißt, sie muss auf jeden Fall korrekt sein. Sie muss verfügbar sein. Wenn der Bedarf besteht, nach Informationen zu fragen, dann muss jeder wissen, wo er diese Informationen bekommt. Sie muss verständlich sein. Sie muss up to date sein und sie muss auch gut durchsuchbar sein. Das heißt, das sind die Kriterien einer guten Dokumentation und das macht es auch so schwer, eine Dokumentation zu erstellen. Denn es gibt keine SAP-Standard-Tools, die sie unterstützen bei der Erstellung von Dokumentationen im Sub-Business Analytics-Bereich. Gleichzeitig, wenn Sie es versuchen, manuell durchzuführen, dann ist es sehr zeitaufwendig. Das führt dazu, dass die Kosten steigen. Das Ergebnis entspricht auch nicht den Kriterien guter Dokumentation. Das heißt, sie sind nicht durchsuchbar. Wenn beispielsweise Screenshots verwendet werden, dann sind sie nicht durchsuchbar. Sie sind gleichzeitig auch nicht vergleichbar, weil es einfach keinen Standard gibt. Und das sind so die ersten Herausforderungen. Und die weiteren Herausforderungen sind die, dass die Dokumentation eigentlich, dass es fast unmöglich ist, diese Dokumentation zu erstellen. Da sie bei ihrer, bei der, wenn sie wirklich finalisiert wurden, kann es halt schon durch fortlaufende Systemänderungen einfach auch schon sein, dass sie schon wieder überholt sind. Das heißt, man muss sie eigentlich fortlaufend anpassen. Und das macht es auch so schwer, solch eine Dokumentation zu erstellen. Zudem ist es auch fast unmöglich, eine systemübergreifende Dokumentation zu erstellen. Das heißt, sie wirklich diesen gesamten Bereich von Business Analytics abbildet. Und wenn man dann eine manuelle Dokumentation erstellt, dann adressiert sie auch oftmals nur eine ganz bestimmte Zielgruppe, was ja auch sehr schade ist. Denn wenn man sich schon die Mühe macht, alle Informationen zusammenzusuchen und kontinuierlich die Informationen auch zu sammeln, dann ist es natürlich auch, wäre es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man auch eine Dokumentation für mehrere Zielgruppen, für mehrere Bereiche, für mehrere Abteilungen erstellen könnte. Das heißt, das sind die Herausforderungen, die existieren. Und wir kommen jetzt direkt schon zum ersten Teil, nämlich wie kann man die relevanten Informationen im Doku-Performer abbilden? Und erstmal müssen wir da eine kleine Gliederung machen, welche Informationen gibt es überhaupt? Das heißt, die verschiedenen Informationsebenen uns nochmal anzeigen lassen. Wir haben die Abteilung. Diese Abteilungen können Applikationen besitzen und Sub-Applikationen. Und die unterste Informationeneinheit sind dann die Objekte und die Reports. Und ja, bei den Subapplikationen kann es sich beispielsweise um Lieferant halten oder ein spezielles Werkreporting. Bei den Objekten kann es eine Kostenabrechnung nach Mitarbeitern sein, dargestellt als HCPR. Und genau, dann gibt es ein weiteres Problem ist, dass diese Informationen auch nochmal dass es noch verschiedene Systeme gibt. Es gibt beispielsweise BO, das gibt es dann nochmal für HANA und dann gibt es das nochmal für Third Party, also nochmal für Objekte aus Fremdsystemen. Es ist möglich, mithilfe des Doku-Performers all diese Informationsebenen zu dokumentieren. Das heißt, das wird dann im Endeffekt dokumentiert mithilfe eines Szenario. Und wir schauen uns einfach jetzt mal die unterste Ebene an, nämlich hier diese Objects und Reports, wie sie dargestellt werden im Doku-Performer. Zunächst einmal werden die Objekte synchronisiert. Das heißt, die BW, die BO und HANA-Objekte werden automatisiert synchronisiert. Sie können gleichzeitig diese Objekte mithilfe des Sync-Tools auch automatisiert synchronisieren lassen. Das heißt, Sie können beispielsweise sagen, dass die Objekte des BW-Systems täglich synchronisiert werden im Hintergrund. Das werde ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen. Und wenn es Objekte gibt, beispielsweise aus Fremdsystemen, dann können Sie diese auch nochmal manuell erstellen. Das heißt, durch die Third-Party-Komponente, die Ihnen auch zur Verfügung steht, durch den Doku-Performer, können Sie diese Objekte manuell nachbauen. Das heißt, man muss sich aber auch gut überlegen, welche Elemente man wirklich erstellen möchte und welche vor allem auch Teil der Dokumentation sein sollen, um diese Ganzheitlichkeit auch abzudecken. Wenn man beispielsweise noch ein Tableau-Report hat oder wenn man
erklären möchte, wie dieser mit dem HCPR zusammenhängt, dann kann man das mit der Third-Party-Komponente. Zudem kann man weitere Informationen, das heißt, wenn diese technischen Informationen nicht ausreichen, die wir automatisiert durch den Doku-Performer schon zur Verfügung stellen, dann kann man auch weitere Informationen an ein Objekt anhängen. Das heißt, wenn es Business, fachliche Informationen oder technische Informationen gibt, um einfach ein Objekt noch verständlicher zu machen, dann können Sie es machen, indem Sie das Objekt kommentieren. Da schauen wir uns gleich auch alles im Doku-Performer an. Wichtig ist auch zu sagen, dass jeder Objekttyp ein eigenes Kommentar-Template besitzt. Das heißt, man muss sich vorab auch die Fragen stellen, welche Objekte sind für uns relevant und was wollen wir pro Objekttyp überhaupt dokumentieren. Und das muss man sich dann auch für jeden Objekttypen auch überlegen. Genau, die Objekte können dann auch einfach individuell dokumentiert werden, einzeln dokumentiert werden, und wir schauen uns das jetzt mal im Doku-Performer an. Das heißt, das ist die initiale Ansicht vom Doku-Performer. Wie wir sehen, haben wir hier diese unterste Informationseinheit, wird uns hier dargestellt in Form von Objekten. Wir synchronisieren diese Objekte, beispielsweise hier Data Sources, mit Hilfe der Synchronisation. Die finden wir hier oben. Hier können wir gezielt auswählen, welche Objekte für uns relevant sind. Wir können beispielsweise sagen, die Objekte die Workbench-Objekte, die Info-Objects, bestimmte Tabellen aussuchen, Funktionsbausteine, BPC-Objekte, und können dann die Synchronisation starten. Wir finden die restlichen Objekttypen und die restlichen Systeme finden wir hier unter der Systemauswahl. Dort finden wir beispielsweise die Business Objects Systeme oder die HANA Datenbanken. Gleichzeitig sehen wir auch, hier ist Third Party. Genau, und dann können wir einfach auf Übernehmen klicken und dann sind wir in dem jeweiligen System drin. Der nächste Punkt ist der, dass ich Ihnen nochmal kurz das Sync-Tool zeigen möchte. Das heißt, das habe ich vorhin schon erwähnt. Wenn Sie den Doku-Performer installieren, dann haben Sie die Möglichkeit, das Sync-Tool anzukreuzen bei der Installation, und dann wird das Sync-Tool mit installiert. Beim Sync-Tool können Sie dann im Endeffekt sagen, dass Sie beispielsweise die BW-Systeme, dass diese täglich synchronisiert werden sollten. Wenn ich hier for everyday klicke, Sie können eine Uhrzeit auswählen, oder ein anderes System soll vielleicht nur jeden zweiten Tag, die BO-Systeme jeden dritten Tag synchronisiert werden. Und wenn Sie dann den Sync-Service installieren und den Sync-Service starten, dann passiert das alles im Hintergrund und Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, dass die Objekte abgebildet werden im Doku-Performer. Genau, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich die Kommentar-Templates. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Die Kommentar-Templates finden wir entweder hier unter Templates und Varianten und anschließend Kommentar-Templates-Designer, oder ich kann auch wirklich gezielt auf ein Objekt klicken und dann Kommentar-Template bearbeiten anklicken. Bei den Kommentar-Templates ist wichtig zu sagen, dass man, bevor man mit dem Kommentieren startet, sich wirklich überlegt, welche Objekte sind für mich relevant und welche Informationen möchte ich denn wirklich noch mit dokumentieren pro Objekttyp. Und daraus kann man sich im Endeffekt eine Gliederung erstellen. Das heißt, wir haben hier eine Gliederung von diesem Template. Die Information lässt sich gliedern, indem wir beispielsweise sagen, ja, ich möchte auf jeden Fall noch beim HANA Composite Provider noch die Zielsetzung und die fachliche Beschreibung hinzufügen. Ich möchte die Verwendung von Joins mit dokumentieren. Es ist wichtig, dass das mit in der Dokumentation enthalten ist. Die Boolean ABAP-Klasse, Sonderlogiken. Genau, das heißt, man kann einfach hier einen Rich-Text noch hinzufügen und dann können Sie hier einen sprachunabhängigen Text hinzufügen, einen technischen Namen und gleichzeitig noch einen sprachabhängigen, eine Beschreibung. Und dann müssen Sie sich auch vorab Gedanken machen, welche Sprachen sind für mich relevant. Das heißt, wenn ich diese Kommentare mehrsprachig pflegen möchte und wenn ich auch zukünftig Dokumentationen erstellen möchte für mehrere Zielgruppen beziehungsweise für Zielgruppen, die eine unterschiedliche Sprache verstehen, dann können Sie das hier im Endeffekt auch pflegen pro Kapitel. Genau, und im Endeffekt können Sie für jeden Objekttypen, der für Sie relevant ist, solch eine Struktur pflegen. Wenn wir uns beispielsweise die Transformationen anschauen, dann sehen Sie, dass Sie auch hier die Business-Logik haben, Routinen. Das haben wir uns alles sozusagen gepflegt. Sie können auch initialen Content hinzufügen. Und genau, das heißt, das sind die Kommentar-Templates, die Sie vorab pflegen sollten, bevor Sie mit dem Kommentieren starten. Und diese Kapitel, die Sie jetzt hier gesehen haben, finden Sie dann wieder, wenn Sie das jeweilige Objekt
kommentieren. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen HANA Composite Provider aussuche und dann mir den Kommentar anzeigen lasse, dann erkennen wir, dass diese Struktur, diese Kapitelstruktur, die wir vorab definiert haben für diesen Objekttypen, jetzt bei jedem Objekt auch wieder zu finden ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier, das sind die Objekte, das sind die, die Kapitel, die vorkommen. Ich kann jetzt beispielsweise noch eine weitere Information hier hinzufügen bei Zielsetzung und indem ich einfach dann hier auf Bearbeiten klicke und dann einen Kommentar einpflege. Und dieser Kommentar wird dann auch bei der Dokumentation berücksichtigt. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise diesen HANA Composite Provider auch dokumentieren. Und dieser Kommentar würde dann auch berücksichtigt werden. Genau. Das heißt, das ist jetzt die unterste Informationseinheit, von der ich geredet habe. Und diese Objekte können wir alle auch dokumentieren. Gehen wir mal zurück in die Präsentation. Genau, jetzt kommen wir zu den Szenarien. Die Abteilung und die Applikation und Subapplikation lassen sich perfekt darstellen mit Hilfe der Szenarien. Und ich habe vorhin schon erwähnt, man könnte jetzt natürlich auch Objekte einzeln dokumentieren. Man könnte auch sagen, ich möchte jetzt mehrere Objekte dokumentieren, die sollen alle in einem Dokument dargestellt werden. Das wäre natürlich ein Quick Win, weil man relativ wenig machen muss, einfach nur einen Klick und schon hat man die Dokumentation. Aber wenn man das volle Potenzial des Doku-Performers ausschöpfen möchte, dann muss man sich vorab Gedanken machen und eine gewisse Vorarbeit leisten. Das heißt, man muss sich vorab, das habe ich vorhin schon erwähnt, überlegen, welche Informationen sind es überhaupt wert, dokumentiert zu werden. Und dann muss man gucken, auf welcher Informationsebene liegen diese Informationen. Ist es auf Objektebene? Sind es die Abteilung? Sind es die Subapplikation, Applikation? Und wenn man diese Information, wird diese Information bereits mit der technischen Dokumentation abgedeckt, die wir Ihnen anbieten, wenn Sie so eine Dokumentation erstellen. Und wenn nein, dann können Sie beispielsweise die Kommentare hinzufügen. Und wenn Sie diese Kommentare an ein Objekt hängen, dann müssen Sie sich natürlich auch überlegen, wie soll die Gliederung dieser Kommentare sein? Das können Sie dann machen mit den Kommentar-Templates, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wenn die Informationen auf der oberen Ebene liegen, das heißt, wenn wir die Abteilung oder beispielsweise vor allem die Applikation abbilden möchten, dann nutzen wir dafür die Szenarien. Und die schauen wir uns jetzt an. Das heißt, Sie können die Szenarien nutzen, um beispielsweise ja, die Applikation zu dokumentieren. Sie können zunächst einmal die Szenarienordner können Sie so ausrichten, dass Sie Ihre Abteilung darstellen. Ich zeige Ihnen das gleich alles auch noch in meinem Doku-Performer. Wenn Sie jetzt nicht ganz genau wissen, was ich meine, das werde ich Ihnen gleich auch noch mal alles zeigen. Das heißt, die Ordnerstruktur kann für die Abteilung stehen. Sie kann natürlich auch, wenn es sich um komplexe Applikationen handelt, kann die Ordnerstruktur natürlich auch noch eine Applikation darstellen und das Szenario selbst ist dann beispielsweise die Subapplikation. Das heißt, da müssen Sie sich auch überlegen, wie komplex sind Ihre Applikationen und ist es möglich, diese Applikation, wenn sie zu komplex ist, wirklich mit einem Szenario darzustellen. Dann der nächste Punkt. Wie gesagt, die Szenarien stellen die Applikationen und Subapplikationen dar. Und eine Empfehlung von uns ist auch die, wenn Sie ein Szenario erstellen, dann ist es erstmal sinnvoll, sich zu überlegen, welche Informationen habe ich überhaupt? Und zunächst ist es ganz klug, mit den allgemeingültigen Informationen anzufangen. Das heißt beispielsweise mit der Kapitelstruktur. Und gut ist es, wenn diese Kapitelstruktur auch eventuell bei anderen Applikationen auch vorkommen. Das heißt, welche Elemente kommen auch bei anderen Applikationen vor? Das heißt, bauen Sie Ihre Applikation erstmal nur so weit auf, dass nur die allgemeinen Elemente sozusagen abgedeckt werden. Und anschließend können Sie dieses Szenario in ein Template umwandeln und können das Template dann nochmal verwenden, wenn Sie ein neues Szenario erstellen. Das heißt, dann müssen Sie diese allgemeingültigen Elemente nicht nochmal alle erstellen, sondern können einfach ein Szenario erstellen, das auf diesem Template basiert. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Genau, ein weiterer Punkt ist der, dass wir gerade daran arbeiten, auch einen automatisierten Export anzubieten. Das heißt, in diesem Sym-Tool, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wird es ab dem nächsten Release auch möglich sein, bestimmte Szenarien auszuwählen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Hintergrund dokumentiert werden sollen. Das wird ab dem neuen Release möglich sein. Und
Gleichzeitig arbeiten wir gerade auch an einem Proof of Concept, inwiefern es möglich ist, diese Dokumente im Endeffekt, die man exportiert, auch an einen zentralen Ort im Endeffekt abzulegen, zum Beispiel ein Wiki-System. Wir befassen uns vor allem aktuell mit Confluence, dass wir im Endeffekt die Objekte in Confluence, die Dokumente in Confluence abbilden können und exportieren können. Und genau, das sind so die ersten Punkte. Schauen wir uns nochmal kurz an, was überhaupt ein Szenario ist. Das heißt, ein Szenario beinhaltet immer, beispielsweise kann beinhalten existierende Dokumente. Das heißt, die können in solch ein Szenario Dokumente integrieren, die bereits existieren. Vielleicht ältere Dokumentation oder Anleitungen, die sie schon mal erstellt haben. Gleichzeitig beinhaltet solch ein Szenario auch die technischen Dokumentation eines Objekts. Das heißt, im Endeffekt die Objekte, die Dokumentation, die sie auch erhalten würden, wenn sie ein Objekt dokumentieren. Und gleichzeitig auch die Kommentare dieser Objekte. Das heißt, ich habe vorhin mein HCPR kommentiert und dieser Kommentar wird dann auch berücksichtigt beim Export des Szenarios. Genau. Was sind genau Szenarien? Die Szenarien, mit Hilfe der Szenarien haben Sie die Chance, umfangreiche und strukturierte Projekte, Applikationen oder ganz allgemein einfach Beziehungen von Objekten oder Systemen darzustellen. Sie können diese Szenarien, ja, die Szenarien sind im Endeffekt eine gebündelte Dokumentation von Objekten und Sie können die Objekte im Endeffekt in ein Szenario zuweisen und können sie dann kombinieren mit weiteren Elementen, wie beispielsweise Bildern oder Textelementen, weiteren Listen und, wie ich schon vorhin gesagt, Word-Dokumenten. Und im Endeffekt, das Ziel dieser Szenarien ist eigentlich, dass man eine Dokumentation erstellt, die man im DokuPerformer schon durchstrukturiert und mit der man im Endeffekt, die man im Endeffekt exportieren kann und in unterschiedlichen Varianten. Das heißt, schauen wir uns das mal an. Das heißt, das wäre so ein Szenario beispielsweise. Wir haben im DokuPerformer diese mithilfe der Textelemente diese Kapitelstruktur erstellt, General Overview, Entities of Documentation. Wir haben die Möglichkeit im DokuPerformer auch diese einzelnen Textelemente zu kommentieren, also sie auch auszuprägen. Und wir können im Endeffekt dem Szenario diese Objekte, wie Sie hier sehen, zum Beispiel, das wäre jetzt einfach nur ein Datenfluss, ein Beispiel eines Datenflusses, können wir in ein Szenario integrieren. Ja, schauen wir uns das mal an. Ganz kurz nochmal ein Szenario-Beispiel. Das heißt, das wäre jetzt so ein Szenario. Wie Sie sehen, haben wir die Möglichkeit, unser Corporate Design auch einzufügen. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Und das ist dann auch hier ein Inhaltsverzeichnis. Sie sehen Elemente, das heißt, das ist wirklich alles exportiert worden mit Hilfe des Doku-Performers. Das sind Informationen, die wir hinzugefügt haben im Szenario. Wir haben die technischen Informationen, die automatisiert aus ihren SAP-Systemen gezogen werden. Und wir haben einen Datenfluss, der erstellt wird, automatisiert. Und genau, dann kommen im Endeffekt die technischen Informationen, in dem Fall von dem HCPR, die zugeordneten Reporting-Elemente. Und im Endeffekt finden Sie diese technische Information von all diesen Objekten, die Sie jetzt auch hier sehen. Okay, kommen wir jetzt nochmal zurück auf den Doku-Performer. Erstmal, wo finden wir überhaupt die Szenarien? Die Szenarien befinden sich hier bei Kommentierung und dann bei Szenarien. Wie vorhin erwähnt, haben Sie die Möglichkeit, erstmal bestimmte Strukturen Ihres Unternehmens, beispielsweise die Abteilung, hier in der Ordnerstruktur darzustellen. Das heißt, ich habe hier beispielsweise meine Abteilung, ich habe hier Purchasing und habe hier auch schon ein Szenario. Ich kann auch beispielsweise sagen, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich eventuell noch hier Logistik habe und hier nochmal einen Ordner, eine Applikation habe und dann habe ich hier die Subapplikation drin. In dem Fall habe ich jetzt direkt die Applikation in dem Ordner der Abteilung dokumentiert, in dem Fall hier. Und schauen wir uns einfach mal an, wie das aussieht, wenn ich jetzt ein Szenario erstelle, wirklich ein blankes Szenario. Dann kann ich das hier öffnen. Und der erste Punkt, den man beachten sollte, ist die Sprache. Das heißt, Sie sehen auf der rechten Seite oben die Sprache. Auch hier wieder
müssen sich vorab überlegen, welche Sprachen sind relevant für meine Dokumentation und welche Sprache spricht meine Zielgruppe. Das heißt, wenn Sie sich vorab diese Gedanken machen, dann können Sie schon beim Aufbau des Szenarios berücksichtigen, dass Sie die einzelnen Strukturelemente mehrsprachig pflegen. Genau, das heißt, Sie können jetzt einfach sich eine Dokumentation aufbauen. Sie können hier beispielsweise sagen, das ist jetzt meine Einleitung. Und dann kommt noch ein weiterer Text beispielsweise. Das heißt, wir haben die verschiedenen Strukturelemente, zum Beispiel Rich Text. Rich Text ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Text pflegen möchten, der sehr viele Formatierungsmöglichkeiten benötigt, wenn Sie beispielsweise Tabellen hinzufügen möchten, Bilder, Hyperlinks und mehr. Dann haben wir auch nochmal die Bilder selbst. Das heißt, Sie können auch hier durch Bild bearbeiten, können Sie Bilder integrieren in Ihre Szenariostruktur. Jetzt mal kurz an. Das heißt, einfach nur hier die Auswahl und dann können Sie sich ein Bild auswählen. Das heißt, das wird auch Teil Ihrer Dokumentation im Endeffekt. Dann haben Sie einfache Textboxen und Multiline-Textboxen. Das sind im Endeffekt einfach einzeilige oder mehrzeilig unformatierte Texte, die Sie auch pflegen können im Doku-Performer. Dann haben wir einen Seitenumbruch. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, jetzt ist es notwendig, dass die Kapitelstruktur erstmal, dass in meinem Dokument erstmal ein Seitenumbruch stattfinden soll, dann können Sie das hier einfügen. Sie haben verschiedene Listenelemente. Das heißt, Sie können beispielsweise, wenn Sie sich jetzt sagen, okay, ich brauche eine Tabelle innerhalb der Dokumentation von den SAP-Objekten, beispielsweise von den BW-Objekten, einfach nur um Übersicht zu schaffen, weil jetzt sehr viele Objekte kommen und da reicht das Inhaltsverzeichnis nicht aus. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier Listen einzufügen. Sie können auf Objektliste bearbeiten klicken und können dann beispielsweise entweder manuell Objekte eines bestimmten Systems reinziehen, eines bestimmten Objekttyps einfach hier einfügen. Sie können auch einfach sagen, bitte nur die Objekte des Szenarios anzeigen. Das empfehlen wir auch, weil dann wirklich im Endeffekt die Tabelle dann gefüllt wird mit den Objekten, die Sie in das Szenario integriert haben. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Word-Dokumente. Das heißt, auch hier haben Sie die Möglichkeit zu sagen, bitte ein Dokument hochladen und dann wird dieses Dokument auch berücksichtigt beim Export und integriert in Ihre Dokumentation. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die ich habe und ich kann im Endeffekt dann einfach sagen, okay, ich habe mir jetzt beispielsweise irgendwas aufgebaut hier, eine bestimmte Struktur, die auch für andere Applikationen notwendig ist, dann sage ich Stopp, ich drücke auf Speichern und was ich dann tun kann, ist, dass ich sagen kann, ich klone mir dieses Szenario und füge dort, möchte es als Template kopieren. Und wenn ich das tue, dann kann ich, wenn ich ein neues Szenario erstelle, kann ich dieses Template auswählen und muss diese Arbeit nicht mehr durchführen. Das heißt, ich habe wirklich schon all diese Informationen, die ich gepflegt habe, im Szenario drin. Ich lösche dieses Szenario jetzt wieder und ich baue jetzt mal ein neues Szenario. So wie vorhin erwähnt, das heißt, ich würde hier BWMM4PJ02. Beispielsweise oder einfach nur Objekt. Und jetzt kann ich hier das Template auswählen, beispielsweise dieses. Das haben wir schon vorab vorbereitet. Das schauen wir uns auch nochmal gleich an. Das heißt, wir haben jetzt hier das Szenario erstellt und ich muss nicht mehr von vorne anfangen wie vorhin, sondern ich habe hier zum Beispiel, das ist auch im Endeffekt die Struktur des Templates. Ich habe hier schon beispielsweise die Strukturelemente, die ich vorab schon erwähnt habe, sind schon integriert und ich habe hier noch etwas integriert, nämlich das ist ein Third-Party-Element. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Erstmal gucken wir uns ganz kurz nochmal an, was man noch machen kann. Das heißt, der erste Punkt ist, wenn Sie Objekte integrieren wollen in Ihr Szenario, das heißt, das ist auch schon mal eine Empfehlung von uns, in ein Szenario-Template würden wir keine Objekte integrieren, sondern die Objekte würden wir dann erst wirklich im Szenario selbst integrieren. Das heißt, Sie können hier Ihre Objekte auswählen, Sie können Ihre Systeme auswählen, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, mit Hilfe des
eines Szenario können Sie wirklich eine ganzheitliche Dokumentation erstellen und auch systemübergreifend. Das heißt, Sie haben Ihre BW-Objekte, Sie haben Ihre BO-Objekte, Sie haben Objekte Ihrer HANA-Datenbanken und all das können Sie in ein Szenario integrieren. Das heißt, ich kann mir ganz einfach ein Objekt auswählen, beispielsweise so. Und wenn ich das dann hier reinziehe, im Endeffekt, suchen wir uns mal das hier aus, dann wird es sofort dem richtigen Kapitel zugewiesen. Und das passiert wegen den Zuweisungsregeln. Das heißt, hier sind die Zuweisungsregelmodus ist aktiviert. Wenn ich das mal hier wieder lösche erstmal, dann sehen wir, dass diese einzelnen Strukturelemente, die man einfügen kann, dass man ihnen Zuweisungsregeln zuweisen kann. Das heißt, wenn ich hier einen Rechtsklick mache und auf Zuweisungsregeln klicke, dann sehen wir, dass hier DSOs angekreuzt sind und ADSOs. Das heißt, auf der Ebene sollen alle ADSOs einsortiert werden. Im Endeffekt, was wir auch gemacht haben, wir haben vorab auch die Layer berücksichtigt. Das heißt, hier kommen alle im Endeffekt alle Objekte, die mit A starten und dementsprechend kommen auch die Objekte aus der Accusation Layer sofort in dieses Kapitel. Das haben wir auch mit den anderen Objekttypen gemacht, zum Beispiel von der Transformation Layer, Visualization Layer. Und das heißt, hier können Sie wirklich für sich auch Varianten erstellen, um zukünftig einfach schneller die Objekte zuweisen zu können. Und genau, das sind die Möglichkeiten, die Sie haben bei den Zuweisungsregeln. Was ich jetzt noch mache, ist die Zuweisung von den Objekten, wie das passiert, das zeige ich Ihnen jetzt. Das heißt, ich habe mir beispielsweise jetzt einen Datenfluss angezeigt. Das heißt, dieser HCPR, habe einen Rechtsklick gemacht, Datenfluss anzeigen und dann habe ich diese Ansicht bekommen. Ich kann nun sagen, ich würde gerne, dass diese Objekte Teil meiner Dokumentation sind. Das heißt, ich möchte diesen Datenfluss komplett dokumentieren. Dann kann ich einen Rechtsklick durchführen, kann sagen, bitte Szenariozuordnung und Verwendung. Und anschließend kann ich mir mein Szenario auswählen. Das war hier die 2. Dann drücke ich auf Zuweisen. Muss das Szenario speichern nochmal, weil es im Hintergrund offen ist. Genau, dann ist die Zuweisung erfolgt. Das reicht mir aber noch nicht aus, denn ich möchte auch beispielsweise die Prozessketten auch mit dokumentieren, die Verwendung gefunden haben in diesem Info-Provider. Die kann ich mir hier anzeigen lassen. Das habe ich hierüber gemacht. Prozesskettenanalyse starten. Dann sehen wir, das sind die im Endeffekt die Prozessketten. Und was ich dann machen kann, ist beispielsweise sagen, bitte alle angezeigten Prozessketten einem Szenario zuweisen. Also auch die Prozessketten werden Teil meiner Dokumentation im Endeffekt. Das heißt, ich gehe hier, drücke hier drauf wieder, drücke auf Zuweisen. Und auch diese Zuweisung ist nun erfolgt. Wenn wir uns jetzt kurz nochmal das Szenario anschauen. Dann sehen wir, dass die ADSOs bereits dem richtigen Kapitel zugeordnet wurden, aufgrund dieser Zuweisungsregeln, von denen ich vorhin gesprochen habe und die vorab definiert wurden, schon im Template. Die Data Sources wurden richtig zugeordnet und ich möchte jetzt noch weitere Objekte hinzufügen. Das heißt, zuallererst mal die Transformation interessieren mich nicht, weil die auch in der Info-Provider-Dokumentation mit angezeigt werden. Die füge ich hier erstmal wieder raus. Was ich jetzt mache, ist beispielsweise mithilfe der Relation mir die berechneten und eingeschränkten Kennzahlen anzeigen lassen, möchte ich mir anzeigen lassen, auch von diesem HCPR, von dem HANA Composite Provider, von dem wir jetzt ausgegangen sind. Das heißt, ich kann hier auswählen, berechnete Kennzahlen auf Info-Provider-Ebene, kann meinen HANA Composite Provider mir anzeigen lassen und kann dann im Endeffekt all diese Objekte markieren, kann einen Rechtsklick machen, eine Szenario-Zuordnung wieder durchführen und gleiches Spiel auch hier. Ich wähle mein Szenario aus und habe jetzt auch die Reporting-Elemente dem Szenario zugewiesen. Das gleiche könnte ich beispielsweise auch mit den Queries machen. Ich könnte auch sagen, welche Queries basieren auf diesem HANA Composite Provider und könnte auch dann diese Queries zum Beispiel zuweisen. Aber in meinem kleinen Beispiel wird das jetzt erstmal nicht benötigt.
Zu guter Letzt würde ich noch ein paar andere Objekte noch hinzufügen, beispielsweise Kennzahlen und Variablen, die ich mir jetzt einfach noch mal ganz schnell hier über das Entity Grid hinzufüge. Das heißt, das ist eine weitere Möglichkeit, die Sie haben. Sie können die Objekte sich dem Szenario zuweisen, indem Sie beispielsweise hier das hier auswählen. Das ist sozusagen die erste Möglichkeit. Sie können die Objekte sofort aus einem Datenfluss hinzufügen, so wie ich es vorhin gemacht habe, aus dem Netzplan oder aus der Baumstruktur. Sie können aber auch einfach nach bestimmten Objekten suchen im Entity Grid. Das heißt, Sie können in dem Fall, wenn ich einen Multiline-Filter an, ich habe beispielsweise noch Objekte, die im Zusammenhang stehen mit diesem HCPR, analysiert und die möchte ich auch nochmal dem jeweiligen Szenario zuweisen und das mache ich dann auch hier über Szenariozuweisung zuweisen. Das war jetzt auch von mir ich hätte es auch schneller machen können, das heißt, das zeige ich Ihnen auch noch mal kurz. Wenn Sie aus verschiedenen Stellen Objekte einem Szenario zuweisen, dann können Sie es auch ein bisschen schneller machen, indem Sie einfach nur einen Rechtsklick machen auf Szenariozuordnung und dann wird das Szenario auch sofort angezeigt. Dann wir zeigen die letzten fünf Szenarien an, denen Objekte zugeordnet wurden. Das heißt, es geht ein bisschen schneller. Sie müssen nicht immer dieses Fenster öffnen. Das empfehlen wir auch im Endeffekt, wenn Sie einfach nur ein bisschen Zeit zu sparen. Gut, das heißt, ich habe jetzt fast alle Objekte, die für mich wichtig sind, beziehungsweise eigentlich habe ich sie alle zugeordnet und Ihnen auch erklärt, wie das funktioniert. Zu guter Letzt würde ich Ihnen gerne noch erklären, was es mit diesem Third-Party-Objekt auf sich hat. Dafür speichere ich das ganz kurz. Beziehungsweise schließe ich nochmal. Genau, also wir haben ein Third-Party-Objekt erstellt. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass Sie mit der Third-Party-Komponente Objekte erstellen können aus Fremdsystemen. Sie können gleichzeitig aber auch, beispielsweise wie wir jetzt gemacht haben in unserem Beispiel, Prozessbeschreibungen erstellen. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise für den Einkauf eine bestimmte Beschreibung erstellt. Schauen Sie es mal kurz an. Das heißt, ich habe zunächst einmal hier bei Templates und Varianten, bin ich auf Third-Party gegangen, habe einen neuen Objekttypen angelegt, der beispielsweise Process Description heißt. Und anschließend habe ich einfach ein neues Objekt angelegt, nämlich das hier, und habe das kommentiert. Das heißt, der Kommentar selbst ist dann auch eine Einleitung. Und das empfehlen wir Ihnen vor allem, wenn Sie beispielsweise Einleitungen haben, die in mehreren Applikationen vorkommen, die sich aber auch eventuell ändern kann. Das heißt, wenn es eine etwas komplexere Einleitung ist, die sich eventuell verändern kann, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Third-Party-Elemente zu erstellen. Sie können diese Third-Party-Elemente auch integrieren in Ihre Dokumentation. Und was dann auch passiert, wenn Sie diese Third-Party-Elemente kommentieren, dann ist auch dieser Kommentar Teil Ihrer Dokumentation. Das heißt, dafür können Sie beispielsweise auch ein Third-Party-Objekt erstellen. Das Schöne daran ist, wenn Sie im Endeffekt dieses Third-Party-Objekt und diese Einleitung in mehreren Applikationen verwenden, in mehreren Szenarien verwenden, beispielsweise in 10 Szenarien, und es ändert sich irgendwas, inhaltlich ändert sich irgendwas an dieser Einleitung und an diesem Text, dann müssen Sie es nur einmal pflegen und im Endeffekt fungiert dieses Third-Party-Element als eine Art Baustein. Und wenn wir uns das nochmal kurz anschauen, im Endeffekt, ich gehe nochmal zurück in das System. Szenario, das ich jetzt erstellt habe. Sie sehen auch, ich habe eigentlich relativ schnell so eine Projektdokumentation erstellt. Das heißt, durch diese Zuweisung aus dem Datenfluss heraus funktioniert das alles sehr, sehr schnell. Genau, wenn wir das jetzt mal anschauen, das heißt, ich habe hier einfach, bin auf Objekte gegangen, bin auf Third Party gegangen, habe dann mir diese Prozessbeschreibung ausgewählt und habe sie dann einfach per Drag and Drop hier integriert in mein Dokument. Und das haben Sie vorhin auch gesehen bei dem Szenario selbst. Haben wir hier, das ist das Third-Party-Element und im Endeffekt haben Sie dann hier die Einleitung und haben diesen Kommentar. Das heißt, das ist jetzt auch Teil der Dokumentation. Genau, das ist noch so ein kleiner Tipp, wie Sie solche Einleitungen einbauen können. Gut, es gibt noch so ein paar kleine Spezialeinstellungen, die Sie vornehmen können im Szenario an bestimmten Objekttypen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Das heißt, das Erste, was Sie tun können, ist beispielsweise, wenn ich noch mal ganz kurz
Composite Provider, VPN. Ich füge beispielsweise nochmal hier den gleichen HCPR nochmal ein. Kann dann die Zuweisungsregel deaktivieren, damit ich frei bestimmen kann, wo der Info-Provider platziert werden soll. Das heißt, wir packen das mal hier rein. Wir haben jetzt den Datenfluss des zugehörigen Info-Providers. Das heißt, hier die Intention dahinter ist einfach nur, den Datenfluss darzustellen, einfach eine Grafik. Und das haben Sie auch gesehen in der Dokumentation vom Szenario. Da habe ich im Endeffekt auf ein bisschen da unten. Scrollen wir ganz runter. Genau, hier, das ist der Datenfluss. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, den Datenfluss zu integrieren in Ihre Dokumentation. Und der wird dann auch immer beim Export sozusagen erstellt und Ihnen angezeigt, samt bestimmter Analysefunktionen, die Sie vorab durchgeführt haben. Und das können Sie im Endeffekt einstellen bei diesen Spezialeinstellungen im Szenario selbst. Das heißt, ich kann auf einen Info-Provider klicken, in dem Fall ist es jetzt ein HCPR, und kann dann zum Beispiel sagen, ich würde gerne hier, da brauche ich nicht die Kommentare, ich brauche auch nicht die technischen Dokumentationen, weil das ja alles schon sozusagen auf der Ebene passiert. Hier werden die Kommentare des HCPRs mit exportiert. Hier wird auch die technische Dokumentation exportiert. Was ich brauche, ist hier eigentlich nur der Datenfluss. Das kann ich dann hier einstellen. Und diese Einstellung, dann erscheint dieses kleine Symbol, diese Einstellung können Sie bei allen Info-Providern treffen, im Endeffekt in Ihrem Szenario. Sie können hier noch weitere Einstellungen vornehmen, ob Sie beispielsweise noch Lookups integriert haben möchten in Ihre Dokumentation. Das heißt, Sie können hier auch den Detailgrad schon bestimmen. Ein weiterer Punkt ist der, dass Sie beispielsweise bei berechneten Kennzahlen die Formeln aufschlüsseln können. Das heißt, Sie können berechnete Kennzahlen nochmal aufschlüsseln, vor allem bei verschachtelten berechneten Kennzahlen werden Sie dann bei der Dokumentation im Endeffekt aufgeschlüsselt dargestellt. Sie können beispielsweise bei Prozessketten sich eine Übersicht exportieren lassen von den Subprozessketten. Das ist auch noch eine extra Einstellung. Und die letzte Einstellung ist die, dass Sie bei Rollen beispielsweise beziehungsweise bei Rollen die zugeordneten Benutzer sich anzeigen lassen können, wenn es notwendig ist, wenn Sie diese Liste auch benötigen in Ihrer Dokumentation. Das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt durch. Ich habe mein Szenario erstellt und könnte es jetzt exportieren. Und wenn ich auf Szenario exportieren klicke, dann öffnet sich dieser Dialog, wo ich verschiedene Varianten einstellen kann. Das heißt, auf diese Varianten würde ich jetzt gern zu sprechen kommen, denn diese Varianten bieten Ihnen die Möglichkeit, zielgruppengerechte Dokumentationen zu erstellen. Gehen wir mal zurück in die Präsentation. Genau, das heißt, schauen wir uns mal ganz kurz an. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, nämlich wie man zielgruppengerechte Dokumentationen erstellen kann. Das heißt, bevor wir überhaupt starten, muss man sich wirklich überlegen, also bevor man diese Varianten erstellt, muss man sich im Endeffekt überlegen, welche Zielgruppen existieren überhaupt. Das haben wir vorhin uns schon überlegt, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, welche Sprachen wir pflegen. Das heißt aber, jetzt geht es auch darum, wie soll der Detailgrad sein pro Zielgruppe. Das heißt im Endeffekt, das Schöne am DocuPerformer ist, die bauen ein Szenario auf und können dieses Szenario mit Hilfe dieses Fensters, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit diesen Exporteinstellungen, haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Versionen zu erstellen von diesem Szenario, also verschiedene Varianten für verschiedene Zielgruppen. Das heißt für die IT vielleicht eine Version, die detaillierter ist, indem wir wirklich alle Kommentare auch anzeigen vom HANA Composite Provider von vorhin, alle technischen Details anzeigen. Und gleichzeitig einmal auf Deutsch, vielleicht auch mal auf Englisch, wenn Sie Ihre Entwicklung ausgelagert haben und ja den Entwicklern auch Dokumentationen zur Verfügung stellen möchten, dann vielleicht auch nochmal auf Englisch. Gleichzeitig, ja wie gesagt, der Detailgrad für Business, dass Sie einmal vielleicht hier einen etwas reduzierteren Detailgrad wählen und auch nicht alle Kommentare mit anzeigen. Und das vielleicht auch auf anderen Sprachen. Das heißt, das sind so die Varianten, die Sie im DocuPerformer einstellen können. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Das heißt, Sie können Settings und Kommentarvarianten definieren. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Sie können beispielsweise sagen, wir machen eine Übersichtsvariante, die eigentlich schon 80% aller Anforderungen erfüllt. Die ist eigentlich schon komplett ausreichend. Und wir machen eine Detailvariante, die im Endeffekt dann noch die restlichen 20% abdeckt, die wirklich noch mehr ins Detail geht. Sie können Word-Templates integrieren. Das heißt, Sie können eigene Word-Templates erstellen,
Was natürlich wichtig ist, wenn Sie verschiedene Sprachen haben oder wenn Sie beispielsweise sagen, ich möchte, dass verschiedene Abteilungen an bestimmten Stellen im Food-Footer zum Beispiel oder im Header angezeigt werden sollen. Sie können Bookmarks integrieren, diese Word-Templates. Das zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Genau, die Sprache an sich ist relevant. Das heißt, das habe ich Ihnen dann vorhin an mehreren Stellen gezeigt. Sie können beispielsweise die Kommentar-Templates mehrsprachig pflegen. Sie können die Kommentare am Objekt selbst mehrsprachig pflegen. Sie können die Szenarien mehrsprachig pflegen. Das heißt, das sind all die Möglichkeiten, wo Sie sich Gedanken machen müssen, welche Sprache ist relevant. Und anschließend gibt es noch diese speziellen Einstellungen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, im Doku Performer selbst. Das heißt, Sie können sagen, ich würde gerne jetzt eine Dokumentation erstellen, in der es wirklich notwendig ist, dass auch der Datenfluss mit angezeigt wird. Aber dafür keine technischen Informationen mehr, weil es ja wirklich nur als Overview dienen soll, als Überblick. Und zu guter Letzt, das ist auch eine Einstellung, die Sie vornehmen können, das ist die Exportquelle. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, denn wir empfehlen Ihnen so früh wie möglich mit dem Dokumentieren zu starten. Das heißt, Sie sollten schon relativ früh starten, in der relativ frühen Entwicklungsphase schon starten, ein Szenario zu erstellen. Es ist nämlich einfacher, die Information peu à peu zu dokumentieren und dann an ein Szenario zu, in einem Szenario abzubilden, anstatt am Ende des Projekts dann alles nachzuarbeiten und versuchen nachzuvollziehen. Dementsprechend empfehlen wir Ihnen, starten Sie früh mit Ihrem Szenario. Sie können in der Entwicklungsphase beginnen. Sie können auch die Objekte des Entwicklungssystems einem Szenario zuordnen. Und zu guter Letzt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dass Sie sagen, okay, ich habe alles ins Produktivsystem transportiert. Dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Exportquelle auszusuchen bei der Dokumentation. Das heißt, Sie können sagen, ich habe zwar jetzt die Objekte aus dem Entwicklungssystem drin, aber ich möchte, dass in meiner Dokumentation, in meiner finalen Dokumentation, die Objekte aus dem Produktivsystem berücksichtigt werden. Das heißt, da unterstützen wir Sie auch mit dieser Funktion. Okay, das ist das, was ich jetzt vorhin nochmal gezeigt habe. Das heißt, wir haben erstmal die Kommentar-Templates und Kommentarvarianten. Wir definieren mithilfe der Kommentar-Templates bestimmte Kapitel, können Sie einschränken mithilfe der Kommentarvarianten. Das heißt, ich kann sagen, ja, diese Kommentarvariante spielt für den Export keine Rolle, das Kapitel B spielt keine Rolle, deswegen wird es nicht berücksichtigt beim Export. Gleichzeitig können Sie mit der Settings-Variante einschränken, welche Objekte aus dem SAP-System berücksichtigt werden sollen und welche nicht. Das heißt, wenn ich sage, die Restricted Key Figures sind nicht interessant für mich und sind für die Zielgruppe, die dieses Dokument im Endeffekt konsumieren soll, nicht relevant, dann können Sie sie auch einschränken. Und das Word-Template, mit dem Word-Template können Sie im Endeffekt noch das Corporate Design pflegen. Das heißt, nochmal ganz schnell erklärt, was sind die Settings-Varianten? Sie haben das SAP-System, dort haben Sie alle Ihre Objekte, in dem Fall jetzt eine Query zum Beispiel, mit all den weiteren Reporting-Elementen und dazugehörigen Elementen. Sie haben beispielsweise eine Settings-Variante erstellt, die ja, eher für die Übersicht dienen soll. Dann können Sie sagen, ich habe jetzt mein Szenario und ich habe mein Szenario aufgebaut mit allen Objekten, möchte aber für den Export jetzt die Overview-Settings-Variante benutzen. Und im Endeffekt blockieren Sie sozusagen, dass wir die filtervariablen Strukturen berücksichtigen beim Export, sondern nur diese drei Elemente. Das heißt, diese Möglichkeit haben Sie auch. Sie können festlegen, welche Informationen sollen wir aus dem SAP-System in Ihrer Dokumentation im Endeffekt anzeigen. Diese Settings-Varianten finden Sie hier bei Templates and Variants. Sie können neue Settings-Varianten erstellen und können dort wirklich sagen, welche Informationen relevant sind. Das heißt, wir haben die IT-Standard-Documentation beispielsweise. Sie soll detailliert sein, deswegen wollen wir auch wirklich alles ankreuzen. Und wir haben eine Overview-Variante, in der wir gezielt sagen, ja, das ist eigentlich die Dokumentation, die ausreicht, um einen Überblick zu bekommen. Wir bieten Ihnen direkt schon diese zwei Settings-Varianten an. Und wir empfehlen Ihnen einfach, die können Sie einfach als Basis nehmen, wenn Sie weitere Settings-Varianten erstellen. Gut, kommen wir zur Kommentarvariante. Das heißt, gleiches Spiel hier. Wir haben unsere Kommentare, die wir im Doku Performer gepflegt haben, am Objekt, beispielsweise auch hier wieder an der Query, haben wir jetzt diese Kapitel gepflegt. Und drei davon sind eher was für die IT und auch sehr detailliert, wo wir auch Coding anzeigen, beispielsweise, wo wir auch über Coding reden, wo wir noch technische Informationen hinzufügen, die eigentlich nur IT interessieren, nicht in der Übersichtsdokumentation vorkommen sollten.
Und was wir machen können, ist beispielsweise so eine End-User-Variante als Kommentarvariante zu definieren. Und dann berücksichtigen wir beim Export nur die Kapitel, die im Endeffekt relevant sind für die End-User-Variante. Das heißt, die IT-Variante, die IT-Kapitel werden nicht berücksichtigt. Also auch hier sehen Sie, wir können sowohl sagen, welche Informationen wir aus dem SAP-System berücksichtigen beim Export, und wir können auch sagen, welche Kapitel wir berücksichtigen pro Objekttyp bei einem Export. Und diese Kommentarvarianten finden Sie auch hier bei Kommentar, genau, das habe ich schon gezeigt, das sind die Kommentar-Templates im Endeffekt, und Sie können dann hier, finden Sie diese Struktur nochmal wieder, die Sie gepflegt haben im Kommentar-Template, und können einfach sagen, ich habe jetzt beispielsweise die Kommentarvariante Overview, in der jetzt diese drei Kapitel einfach nicht relevant sind, weil sie einfach den Rahmen sprengen. Sie können die dann abhaken und können dann im Endeffekt die Kommentarvariante auswählen beim Export. Ein Szenario, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Zu guter Letzt noch das Template. Das Template können Sie einfach erstellen. In Word können dann im Endeffekt dieses Word-Template, das muss das ein Fall als Template gespeichert werden, also das .x, wie man hier sieht an der Endung. Sie können es integrieren in DokuPerformer, Sie können es ausprobieren, und ob alles passt, ob der Header gut aussieht, ob die ganzen Bookmarks auch wirklich funktionieren, und können es anschließend in Ihre zentrale Datenbank laden, damit alle User es auch verwenden können. Das sind die Bookmarks, die es gibt. Darauf werde ich auch gleich nochmal eingehen. Das sind im Endeffekt einfach nur Textmarken, die Sie integrieren können in Ihr Template und die dann als Variable, als Platzhalter im Endeffekt dienen und dann auch dynamisch gefüllt werden beim Export. Beispielsweise die Szenario-Textmarke wird mit dem Szenario-Namen gefüllt, der User im Endeffekt mit dem Usernamen. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, bevor wir dann zum Ende kommen. Im DokuPerformer. Das heißt, im Endeffekt ein Template könnte so aussehen. Ich habe hier oben einen Header eingefügt. Ich habe hier diese Textmarken eingefügt. Das heißt, hier wird die Version dynamisch eingefügt beim Export, wenn ich das exportiere. Das mal ganz kurz an hier. Genau, das sehen wir jetzt hier, das ist zum Beispiel jetzt ein Export. Die Settings-Variante wird hier angezeigt, die Comment-Variante, der Verantwortliche im Endeffekt und das Erstelldatum. All das wird dann dynamisch gefüllt, und das können Sie dann in den DokuPerformer integrieren über Templates und Varianten und dann hier. Die Settings-Variante selbst finden Sie hier bei Einstellungsvarianten. Dann habe ich hier beispielsweise die IT All Details. Sie können neue erstellen, können diese dann bearbeiten, indem Sie hier draufklicken. Und können dann zum Beispiel, wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir das auch. Wir haben jetzt die All Details. Hier ist sehr viel angekreuzt. Das heißt, wir wollen bei Info Provider Export, möchten wir die Data Sources sehen, wir möchten die Info Packages sehen, wir möchten die Einstellungen sehen, wir möchten die Navigationsattribute sehen. Aber wenn wir dann die Overview IT Variante verwenden für den Export, dann werden all diese Sachen, die jetzt nicht angehakt sind, auch nicht berücksichtigt. Das heißt, das ist die Möglichkeit, die wir haben, um eine zielgruppengerechte Dokumentation zu erstellen. Und das können Sie im Endeffekt für sehr viele weitere Einstellungen machen, die Sie hier finden. Und dann haben wir noch die Kommentarvariante. Auch hier, das habe ich ja vorhin schon gezeigt, haben Sie die Möglichkeit zu sagen, bei All Comments soll beim HCPR im Endeffekt, beim HANA Composite Provider, alles berücksichtigt werden. Wohingegen, das heißt, das sind die Kapitelstruktur, die berücksichtigt werden sollen beim Export. Wohingegen bei der Business Comment, beim Business Comment ist beispielsweise jetzt, die Zielsetzung nicht relevant, weil es zu detailliert ist. Und wenn wir uns dann mal diese zwei Dokumente anschauen, die wir exportiert haben im Endeffekt. Das öffne ich noch ganz kurz. Das heißt, wir haben einmal genau, das war hier. Okay, das war schon offen. Genau, zoomen wir kurz raus, schauen uns das nochmal an. Wir haben also hier sozusagen die Overview-Version, und wir haben hier die detaillierte Version. Das sehen wir hier an den einzelnen Settings- und Kommentarvarianten. Und die Overview-Variante hat 45 Seiten, wohingegen die All-Detail-Variante 81 Seiten hat. Und wenn wir uns das dann mal anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass wir gerade beim HANA Composite Provider im Endeffekt als Beispiel
bisschen runter. Genau, wir haben hier bei der detaillierten Variante im Endeffekt die Kommentare hier noch hinzugefügt, weil wir die jeweilige Kommentarvariante gewählt haben. Wohingegen hier fehlt es bei der Overview-Variante. Und gleichzeitig dokumentieren wir hier wirklich jedes einzelne Info-Object nochmal. Das heißt, hier wird nochmal alles detailliert dargestellt, wohingegen wir das hier nicht machen. Das hört dann hier auf. Genau, all das finden Sie dann beim Export. Das heißt, wenn Sie Ihr Szenario exportieren möchten, dann finden Sie das hier. Hier können Sie die Einstellungsvariante auswählen, das Word-Template, die Kommentarvariante, die Sprache, die Kommentarsprache selbst. Und hier, das ist das, was ich erwähnt habe, die Exportquelle, was Sie da benötigen. Gut, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Wir müssen jetzt auch gleich schon durch sein. Nochmal ganz kurz als Überblick. Zuallererst stellen Sie sich die Frage, welche Information für Sie notwendig ist, welche Dokumentation ist es wert, dokumentiert zu werden und dargestellt zu werden in DocuPerformer. Synchronisieren Sie Ihre Objekte, erstellen Sie Third-Party-Entities, definieren Sie Ihre Kommentar-Templates und kommentieren Sie Ihre Objekte, um wirklich alle Informationen auf der Objektebene darzustellen. Anschließend können Sie sich ein Szenario erstellen. Sie können Ihre durch die Szenario-Ordner können Sie eine logische Struktur erstellen, die beispielsweise Ihre Abteilung darstellt. Sie können Szenario-Templates erstellen mit wiederverwendbaren Inhalten, beispielsweise mit irgendwelchen Einleitungen oder anderen Textelementen und wo Sie auch die Regeln definieren. Anschließend können Sie Szenarien erstellen und die Objekte den Szenarien zuweisen. Sie können dann Settings-Varianten erstellen, Kommentarvarianten und Word-Templates integrieren, zielgruppengerechte Dokumentation zu erstellen. Sie können die Exportquelle aussuchen, um beispielsweise zu bestimmen, soll es jetzt das Developing-System sein oder das Productive-System. Und ja, dann erhalten Sie Ihre zielgruppengerechten Dokumentationen mit nur einem Klick. Ich habe Ihnen all das nochmal hier notiert, das heißt, das wird hier alles nochmal aufgelistet, nochmal in Textform. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn Sie auch sagen, okay, das klang jetzt alles schon ziemlich gut, aber ich würde gerne eine individuelle Beratung haben, wie ich so ein Dokumentationskonzept bei mir umsetzen kann, dann können Sie sich auch gerne an uns wenden. Wir unterstützen Sie da sehr gerne. Wie gesagt, wir werden in einigen Monaten auch nochmal ein Best Practice Dokumentationskonzept Video veröffentlichen. Das empfehle ich Ihnen auch und das werden Sie dann auch auf unserer Webseite finden, wo Sie alle unsere Webinare finden. Und genau, im Endeffekt würden wir uns freuen, wenn wir nochmal eine individuelle Web-Session nochmal anbieten können, wenn Sie noch mehr Fragen haben zu einzelnen Funktionen. Sie können einzelne Module auch testen, 60 Tage lang, wenn Sie noch irgendwie bestimmte Module nicht lizenziert haben, die ich erwähnt habe. Wir können auch gerne vor Ort einen Termin vereinbaren, wo wir nochmal in Ihrem System uns nochmal alles anschauen, was für ein Dokumentationskonzept sinnvoll wäre. Und zu guter Letzt, genau, da wir jetzt auch pünktlich Feierabend machen wollen, dementsprechend bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen ja noch einen schönen Arbeitstag und ich hoffe, dass wir Sie zukünftig nochmal wieder treffen bei den zukünftigen Webinaren, die wir anbieten. Vielen Dank und tschüss.